viele kritische Punkte genauso an dem Gutachten. Das tut mir ja auch ein Stück weit für den Gutachter leid, dass ich, der ich eben nicht total durchsehe bei dem Thema, hier ein Gutachten sozusagen vortrage, das, wo ich mir so vorstelle, der guckt sich das im Internet an und klopft immer mit dem Kopf auf den Tisch und sagt, Mensch, hätte der nicht das nochmal erwähnen können und jenes. Aber die Idee zu sagen, hier kommt eine innovative Idee und die sollten wir uns im Verkehrsausschuss anhören und dann die Leute von der Verkehrsgesellschaft einladen und den Gutachter da gerne grillen und sagen, was ist da dran, wenn wir mal die Luft rauslassen? Also all die Argumente, die du auch gebracht hast, die würde ich ihm gerne direkt in einer Ausschusssitzung stellen und dann kämen wir weiter. Jetzt kommen wir mal zu den positiven Sachen. Die positive Sache ist, das haben Sie auch richtig erkannt, dass das Gutachten nicht einfach sagt, ach, wir nehmen mit dem gleichen Geld, dann machen wir ein bisschen Zauber und dann geht die Post ab im Bahnverkehr. Da sagt ja auch der Gutachter, nee, ohne eine richtige Initiative, ohne richtig Geld in die Hand zu nehmen, werden wir die Abwärtsspirale weiter nach unten sehen im Land mit dem Nahverkehr. Und ich sage mal so voraus, am Ende haben wir noch zwei Bahnlinien. Das ist die Bahnlinie von Hamburg kommt über Schwerin, Rostock, Stralsund, Greifswald, Pasewalk, Berlin runter. Und das andere ist die Direktverbindung von Rostock nach Berlin. Der Rest steht alles so ein bisschen auf Kippe. Und das ist unser Problem. Und das wollen wir nicht akzeptieren und sagen, die Bahn hat eine Zukunft im Land Mecklenburg-Vorpommern. Wir können mehr Leute dahin bewegen, das zu machen. Und die Bahn ist auch eine Chance, das haben wir immer wieder betont beim Thema Südbahn, eine Chance für die Räume mit demografischen Herausforderungen. Zu sagen, wir müssen in diese Richtung gehen, dass wir gerade diese Bahnlinien stärken, da diese Siedlungsstrukturen stärken, sodass wir ein Angebot machen können, sagen, hier an dieser Strecke kannst du auch alt werden, du kommst von hier in die Ballungszentren, du kommst in Richtung Kultur und du musst nicht, wie es momentan der Fall ist, wenn du älter wirst, sagen, na dann ziehe ich nach Schwerin, Rostock, Greifswald oder Stralsund, weil ich sage, na da kann ich dann irgendwie noch Kulturangebote sozusagen mitnehmen. Ich muss mich ja auf eine Zeit vorbereiten, wo ich mal nicht mehr Auto fahren kann. Das sind Ideen, das finde ich, da sollten wir drüber nachdenken. Jetzt kommen wir nochmal zur Kanniner Brücke. Das ist ja durchaus auch von der Bürgerinitiative kritisch gesehen worden, dass da plötzlich steht 100 bis 250 Millionen. Sollte das nicht alles viel, viel billiger gehen? Ich habe den Gutachter das gefragt, der hat gesagt, wir müssen da ein Stück weit konservativ rangehen. Es hat auch keinen Zweck, da reinzuschreiben, das kriegen wir für 100 Millionen hin, wenn es am Ende deutlich teurer werden könnte. Aber die interessante Idee ist doch, wenn wir uns überlegen, wer soll das finanzieren, die Kanniner Brücke, das ist ja auch angemeldet für den Bundesverkehrswegeplan, natürlich mit einer gewissen prioritären Abstufung. Aber wenn wir sagen können, diese Brücke hat einen Sinn im Gesamtkonzept des Landes Mecklenburg-Vorpommern, dann glaube ich, können wir solche Projekte auch weiter nach vorne bekommen. Dass wir mal nicht eben aus dem Landeshaushalt hier 600 Millionen auf den Tisch legen und sagen, in den nächsten 5 Jahren bauen wir die ganzen Projekte. Das ist mir und das ist, glaube ich, auch dem Gutachter völlig klar. Ja, und das ist die spannende Geschichte. Also der Hinweis war ja nochmal, ich glaube, dass es Investitionsprogramme geben wird, ähnlich wie im Breitbandausbau und anderen Themen, wo man sagen kann, wenn wir ein Konzept haben, was wir wollen, wie wir das Projekt Schienenverkehr, und da steckt auch das Thema Klimaschutz mit dahinter, weil das mit Strom leistbar ist, mit Ökostrom leistbar ist, wenn wir dafür ein Konzept haben, dann haben wir eine Chance, bei solchen Bundesprogrammen und auch Europaprogrammen mit vorzukommen. Und wenn wir einfach nur akzeptieren, das wird zu teuer, lassen wir, Bus ist auch eine Alternative für die Menschen vor Ort, dann geht diese Richtung sozusagen nicht weiter. Und jetzt sind wir bei den Betriebskosten. Die Betriebskosten, das ist ja eine spannende Diskussion gewesen, dass das Land gesagt hat, Regionalisierungsmittel werden zukünftig wahrscheinlich unsicher oder zum Teil gestrichen, ist ja zum Teil auch so eingetreten. Und dann wurden erhebliche Summen zurückgelegt für diesen schlechten Fall. Das sind ja durchaus Ideen, wo man sagen könnte, hätten wir dort stärker an der Grenze gearbeitet, natürlich auch zwischendurch mal vom Landeshaushalt mit reingebuttert in das System, weil wir sagen, das hat für uns eine hohe Priorität, dann hätte man auch eine andere Verhandlungsbasis gegenüber den anderen Bundesländern gehabt. Das ist nach Logik einfach so. Die gucken uns an und sagen, was wollt ihr? Ihr wollt mehr Geld und packt gleichzeitig das Geld auf die hohe Kante. Mit der Argumentation kann man politisch keinen Blumentopf gewinnen. So, und jetzt nochmal zu der Mehrleistung-Brutto-Ausschreibung. Der Hinweis ist natürlich richtig, wenn es am Ende so läuft, dass man sagt, wir fahren die Züge auch leer durch die Gegend, unseren Schnitt haben wir gemacht, dann ist das der falsche Ansatz. Aber umgekehrt gilt, je mehr ich in Richtung Nettoausschreibung, man muss ja kein System absolut sehen, je mehr ich in Richtung Nettoausschreibung gehe und sage, so, und da könnt ihr mal euch ausdenken, was ihr da zusammenkriegen könnt,
umso mehr steigt das Risiko für den Investor. Und ein großer wie die Bahn, Deutsche Bahn AG, die kann das wegdrücken im Unternehmen. Ein kleiner kriegt da Probleme. Und deswegen die Idee halt, in Richtung Bruttoausschreibung zu gehen, gucken, was sich da an Reserven heben lassen und dann natürlich wieder ein Stück weit abrücken, wenn deutlich wird, diese Reserven, also dieses Potenzial lässt sich in der Region für diese Nebenstrecken auch heben. Es ist schwierig, das sehe ich ein. Bahnverkehr ist kein dünnes Brett in Mecklenburg-Vorpommern. Aber, und das will der Antrag, wir wollen, dass wir da voranschreiten, dass wir wirklich nicht aufgeben und einfach sagen, wir akzeptieren die Bedingungen, wie sie sind. Dünn besiedeltes Land, wenig Menschen, die von A nach B wollen. Wir halten die Hauptstrecken und die Nebenstrecken. Da ziehen wir uns geordnet zurück, sodass das keiner merkt. Da machen wir in Zukunft schöne Busstrecken. Das ist meine Befürchtung. Und das ist genau nämlich auch das Gegenteil dieses Konzeptes, wo wir sagen müssen, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass wir das nicht wollen. Aber solche Konzepte wie dieses, es war jetzt nicht so hammerteuer, wie sich das Energieministerium Konzepte leisten kann, solche Konzepte, die die Fraktionen machen sollen, dazu dienen, eine Diskussion wieder anzuregen. Man kann es gerne auch zerreißen, aber wenn wir dadurch, dass wir hier diskutieren und im Energieausschuss oder im Verkehrsausschuss darüber diskutieren, ein Stück weit weiter vorankommen in der Erkenntnisfähigkeit, was brauchen wir, um das voranzubringen, dann hätte dieses Gutachten in jedem Fall einen wichtigen Beitrag geliefert. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Jäger. Ich schließe die Aussprache.